Ja, so, hallo. Ah, Christian, es ist immer wieder eine Freude mit dir. Ja, Das müsste ich auch nicht an hier alle noch im hören? Chat. Wie du. Nee. Der hat nämlich sein Mikrofon Ah, stumm geschalten ja. noch. Oh ja, Jetzt jetzt höre hörst ich du mich, ihn. ne? Ja, okay. Grüß dich! Also, ich habe eben schon gesagt, es ist immer wieder eine Freude, mit dir hier zu sein. War doch. Ja. Schön, dass du hier bist bei den Dev Days Online. Das wird super. Christian wird uns jetzt was zu .NET Core 3 erzählen. Ja, ihr habt schon alle was zu .NET Core 3 gehört wahrscheinlich. Aber das Geile, worauf er jetzt angeht, sind Plugin-Systeme mit Assembly Load Context. Das ist super, super spannend in .NET Core und da freue ich mich richtig drauf. Da werdet ihr auch sicherlich was von, was viel von haben. Danke dir, dass du das machst, Christian, und die Bühne gehört dir. Die Bühne gehört mir. Zeit, damit wir vor Mittagspause noch mal richtig was Abgefahrenes machen. Und deswegen auch das Thema .NET Core 3, ketzerisch schon .NET 5 auch, Plugin-System mit Assembly Load Context mit meiner Wenigkeit. Ja, freue mich natürlich, dass ich da jetzt auch was beitragen darf zu den Dev Days Online, nachdem .NET Cologne als auch .NET Day Franken, wo ich wieder liebend gerne hingegangen wäre, ja, jetzt ist den Weg ins Internet zumindest gefunden hat. Deswegen. Ja, schauen, was der ganze Tag jetzt auch bringt und was wir jetzt die nächste halbe Stunde dementsprechend da zu dem Thema machen können. Wer mich noch nicht kennt, ganz kurz zu meiner Person. Ich bin der Österreicher, der Tiroler, der auch momentan in Tirol sitzt. Die erste .NET-Konferenz, die ich aus Tirol quasi abhalten kann, nachdem wir hier entwicklungstechnisch normalerweise nicht so viel haben. Wir haben mehr mit Tourismus zu tun, Après-Ski-Bar, so habe ich jetzt letzte Zeit gehört, und solche Dinge halt dementsprechend. Selbst bin ich halt eben Berater und Entwickler einfach im .NET-Bereich. Das heißt, ja, auch einer der wenigen vielen, die einfach Dienstleistungen anbieten. Das heißt, wer da irgendwo noch Fragen hat oder sowas dergleichen, kann mich dann auch dementsprechend gerne kontaktieren, kann sich dort mit austauschen und wenn wir schon was finden, auch dementsprechend. Will ich gar nicht lang die Werbetrommel rollen. Ich möchte viel lieber über was Technisches sprechen, nämlich genau das, was wir eben machen wollen. Assembly Load Context. Es geht um das. Und zwar folgendes. Assembly Load Context ist ein vollkommen neues Konzept, was ich vorstellen möchte, was im .NET Core 3.0 Einzug gefunden hat. Das heißt, auch .NET Core 1 bzw. 2.0 und alle anderen Versionen haben das noch nicht gehabt. Das ist halt 3.0 jetzt wirklich so was Nigelnagelneues. Und zwar, um was geht's? Früher hatte man die App-Domains im .NET Framework. Wer mit App-Domains schon mal gearbeitet hat, weiß, was das ungefähr für ein Spaß ist. App-Domains war, wenn man so gelinde gesagt, sagen kann, so etwas wie ein Prozess im Prozess sozusagen. Das heißt, ich habe eine Anwendung gehabt und in der Anwendung selbst habe ich quasi so eine Mikroanwendung reinhosten können. Und das Interessante da war daran an der App-Domain, die ist isoliert gelaufen im Prozess. Das heißt, ich konnte auch in diese App-Domain isoliert andere Assemblies reinladen. Das war eigentlich relativ eine abgefahrene Sache, was du da treiben hast können mit diesen App-Domains. Aber das Problem, das steht ja schon da, App-Domains sind out. Die sind nicht mehr supported in .NET Core. Es gibt so einen kleinen Shim-Layer außenrum, weil es gibt dann nach wie vor den Datentyp App-Domain, weil er auch im .NET Standard enthalten ist. Aber ich kann eben keine zweite oder dritte oder vierte App-Domain aufmachen und dementsprechend sind diese ganzen Features, die es in den App-Domains gegeben hat, alle tot. So. Trotzdem hat sich da .NET Core irgendwie was Neues überlegt, zu sagen, okay, wie kann ich jetzt quasi etwas Isoliertes in einem Prozess quasi machen? Und die erste Stufe dorthin war das Thema Assembly Load Context. Das heißt, wie kann ich eigentlich einen Bereich schaffen, wo ich unterschiedlichste DLLs oder Exe hineinladen kann und die dann quasi isoliert da drinnen laufen lassen kann oder mehr oder weniger isoliert. Wir haben nicht mehr die gesamte Isolation, so wie früher bei den App-Domains. Da konnte ich das codemäßig wirklich sehr, sehr stark abschotten. Aber ich kann zumindest sagen, okay, Moment mal, ich kann unterschiedlichste Assemblies gleichzeitig laden. Da fängt es dann schon an, dass ich zum Beispiel in einem Prozess ein und dieselbe Typ von Assembly, ich nehme jetzt mal Newtonsoft.json zum Beispiel her, in unterschiedlichsten Versionen gleichzeitig reinladen kann. Und das ist relativ abstrus. Man kann sich danach forschen, das wird auch relativ komplex, dann relativ schnell auch mal, weil wenn ich dann sage, okay, ich habe jetzt Newtonsoft in der Version 8, 9, 10 und 11 reingeladen, dann muss ich erstmal in der Programmiererei quasi wissen, was habe ich denn aktuell für eine Version quasi jetzt da in meinem Memory und mit was interagiere ich dann da drinnen, da wird es richtig, richtig spannend. Aber das schauen wir uns jetzt gleich an. Ganz kurz nochmal erwähnt, Szenarios, für was brauche ich den Assembly Load Context, nur damit wir das einmal kurz abgrenzen können, wofür man das verwenden kann.
Klassisches Szenario ist natürlich Plugins. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich habe irgendwo ein Verzeichnis, ich habe da irgendwo DLLs-Assemblies, die ich quasi dynamisch zur Laufzeit laden, weil ich halt ein Verzeichnis durchgehe, eine Datenbank durchgehe oder was auch immer. Ist irgendwoher kommen diese ganzen Rohdaten daher. Scripting ist eine ganz spannende Sache. Ich kann natürlich jetzt hergehen und kann sagen, okay, ich lasse jetzt quasi irgendwo mit einer Skriptsprache so etwas laufen, das lasse ich in Memory kompilieren, lade das zur Laufzeit dann auf, invoke da irgendwelche Dinge da drin, dass ich kann ganze Scripting-Engines damit schreiben oder halt auch dynamischen Code, wie jetzt zum Beispiel ein Rustling-Compiler, wenn man den jetzt nimmt, auch der verwendet sowas. Oder zum Beispiel auch ASP.NET Core, wenn man jetzt mal die Razor-Pages denkt, mit dem In-Compile-Mechanismus, dass ich quasi während die Anwendung läuft irgendwas ändern kann und der Compiler kompiliert das einfach mal zur Laufzeit mal kurz durch, lädt den neuen Code-Teil und schwuppsdiwupps kann man ja Funktion quasi mehr oder weniger dann auch dementsprechend, das heißt, all diese Dinge kommen da rein. Man sieht auch, gerade wenn das Thema ASP.NET Core, Web-Anwendung, wir haben auch gesehen, Blazor gibt es jetzt auch mittlerweile, mit Hot Reloading oder sowas dergleichen sind wir einfach im .NET-Bereich sehr, sehr schwach unterwegs. Liegt meines Erachtens noch sehr viel daran, dass halt App-Domains sehr sehr mächtig waren, sage ich jetzt mal, und sehr schwergefällig waren und wir jetzt mit .NET Core 3.0 und Assembly Load Kontext eigentlich den Mechanismus haben, wo man sagt, jetzt können wir sehr leichtgewichtig sagen, wir laden irgendwas rein, laden irgendwas raus. Und das ist eigentlich die Grundlage für all diese Features, die wahrscheinlich in der nächsten Zukunft auch kommen werden. Wie gesagt, ist relativ ein neues Konzept, deswegen auch gibt es dazu jetzt noch nicht die extreme Verbreitung an Frameworks, sage ich jetzt einfach einmal, noch die Verwendungszwecke dafür. Aber genau das ist auch der Grund, warum wir gesagt haben, das machen wir jetzt in der Mittagssession mal rein. Das heißt, wir wollen aber mal schauen, wie schaut das Ganze aus? Schauen wir uns den Code dafür an, damit ihr ein bisschen ein Gefühl bekommt, was man mit diesem Assembly-Load-Kontext einfach machen kann. So, ich ziehe mal mein geliebtes Visual Studio hier rüber. Ich habe jetzt mal ein ganz einfaches Projekt mal kurz eben aufgesetzt. Besteht im Grunde einfach aus einer Konsolenanwendung. Man sieht, okay, das ist eine Console-App. .NET Core 3.1 basiert das Ganze auch dementsprechend und wir haben einfach eine Console-Write-Line drinnen. Ganz klassisch so, wie wir das auch von früher kennen. Jetzt machen wir Folgendes. Ich habe es auf Plugin-App schon genannt. So ein Sample-Plugin-Szenario zu bauen, wo wir dann sagen, okay, wir können verschiedene Assemblies da mal reinladen und jetzt machen wir mal das Einfachste der ganzen Welt. Ich gehe mal her und lege uns hier einfach noch eine kleine Klassenbibliothek an. Die Schriftgröße von dem Dialog schaffe ich fast nicht, die Schriftgröße von hier schaffe ich gerne. Hoffentlich sieht man es damit auch dann besser. Ja, ich wollte dazu jetzt ganz kurz eine Klassenbibliothek anlegen. Ich nenne das einfach mal so mein Plugin A. Das heißt, ich lege einfach hier mal kurz so, ich mache das mal unterhalb, ein ganz einfaches Plugin an, My Plugin A. Um einfach sagen, das ist quasi die eigene Assembly, Plugin A, und dann haben wir unsere Host-Anwendung sozusagen, wo wir dieses Plugin reinladen möchten. So, die einfachste Art und Weise, das Ganze jetzt hier zu machen, wäre natürlich, ich gehe jetzt einfach her und sage, ich referenziere direkt quasi das andere Projekt. Das heißt, ich mache eine harte Referenz von meinem Plugin-App hier auf das Plugin A dementsprechend. Ich kann das zur Compile-Zeit einfach hinschreiben und los geht die Reise. Das ist natürlich machbar, aber wahrscheinlich an der Idee eines Plugins-Systems ein bisschen dran vorbei. Ja. Ich und langsamer reden. Das kriegen wir ja fast nicht hin. Okay, danke. Machen wir langsamer. So, ja. Plugin A. Wir haben das jetzt hart referenziert. Wir haben das auch instanziert hier direkt. Natürlich an der Idee ist eben, wie gesagt, ein bisschen daran vorbei. Warum ich das jetzt gemacht habe, ist auch der folgende Grund. Wenn man das Ganze jetzt nochmal rauslöst, und zwar absichtlich in eine ganz einfache Testmethode. Und zum Verständnis wollte ich da nochmal kurz zeigen, wann ist eigentlich im .NET oder im .NET Core der Zeitpunkt, wann wirklich eine Assembly geladen wird? Das ist nämlich vielen Leuten einfach nicht ganz bewusst, sage ich jetzt einfach einmal. Und ich kann natürlich jetzt diese Anwendung auch einmal kompilieren. Und wir werden dann auch sehen, dass wir dementsprechend im Output von diesem Projekt natürlich unsere Plugin A DLL quasi haben und unsere Anwendung selbst dementsprechend auch im gleichen Verzeichnis drin liegt. Wir haben das hart referenziert auch dementsprechend. Und es ist natürlich in .NET Core so, wenn ich eine Methode aufrufe, dann ist natürlich das so aufgebaut, dass der Just-in-Time-Compiler sagt, Moment mal, was muss ich denn eigentlich Just-in-Time kompilieren? Und in dem Fall, bevor ich in die Methode Test reinspringe, muss er natürlich diesen IL-Code,
das quasi das Ausgabe von C-Sharp-Code ist, Just-in-Time kompilieren und wird dann draufkommen, ich brauche für den Typ mein Plugin A unsere eigentliche Assembly. Das sieht man auch recht gut, wenn man nämlich im Visual Studio unter Debuggen, unter Windows, unter Module dieses Fenster mal kurz einblendet. Dann sieht man quasi im Studio, welche Module, welche DLLs sind denn wirklich physikalisch in meinen Prozess reingeladen. Das habe ich bereits hier gemacht. Und da sieht man auch recht gut, dass im Standard einer Konsolenanwendung noch nicht wirklich viel drinnen ist. Wir haben halt DLLs für die .NET Core Runtime, das heißt die Private Core Lib, die System Runtime, System Konsole, weil wir mit der Konsole auch dementsprechend dahinter agieren. Und zu guter Letzt die Plugin App DLL, das ist unsere eigentliche Anwendung. Und in dem Moment, wo ich jetzt dann sage, okay, ich möchte jetzt ganz gern in die Methode reinspringen, Test, muss natürlich der Just-in-Time-Compiler sagen, okay, ich muss die DLL laden. Das sieht man dann auch sofort, weil in dem Moment, wo ich quasi mit F11 Step in 2 in die Methode reinspringe, sieht man auch hier drinnen, okay, der Eintrag hier wurde erweitert um zwei Einträge in diesem Falle. Einerseits Plugin A DLL und Net Standard DLL, weil das eine Standard-Bibliothek ist. Das heißt, wir haben auch hier nochmal die Redirection DLL quasi geladen für .NET Core auch dementsprechend. Man sieht es auch im Ausgabeverzeichnis oder im Ausgabe von Visual Studio, dass hier nochmal erwähnt wird, ach, übrigens, ich lade jetzt die DLL, Plugin A DLL und nicht Standard DLL dementsprechend. Auch da ist es noch einmal quasi noch um zu sehen. Das heißt, so wird das im Normalfall gemacht. Jetzt wird es lustig, wenn wir sagen, wir wollen jetzt eben Plugin-Systeme machen, wir wollen das da reinladen dynamisch, dann ist sich die Frage, muss man sich die Frage stellen, wie machen wir das eigentlich? Erste Sache ist einmal, ich möchte ja nicht direkt mein Plugin referenzieren, weil dann müsste ich ja zur Compiler bereits wissen, welche Plugins gibt es denn überhaupt. Das heißt, ich möchte eigentlich viel mehr, viel dynamischer werden, zu sagen, ich weiß gar nicht, welche Plugins es gibt und ich kann die einfach dynamisch laden. Das heißt, ich kann ein Verzeichnis durchgehen, kann sagen, okay, was gibt es denn da drinnen und lade die ganzen Assemblies dann rein und kann dort irgendwas mit meinem Plugin auch dementsprechend tun. Das Einfachste, wenn man so etwas anfangen möchte, ist natürlich, sich zumindest irgendwo auf eine Gemeinsamkeit quasi festlegen. Das heißt, irgendwo so ein Grund, eine Grundklasse oder ein Grundinterface, irgendwas, ein Grundtyp, sollte man sich schon irgendwo einfallen lassen, weil das macht natürlich vieles einfacher. Es würde dann zum Beispiel so ausschauen, dass man irgendwo noch eine Contracting-Bibliothek macht, ein Interface, iPlugin reinmacht, sagt, da gibt es ein paar Methoden, keine Ahnung, starte, stoppe, show oder sonst irgendwas dergleichen, kommt immer drauf an, was man machen möchte, weil dann hat man einfach ein bisschen Compiler-Unterstützung, ansonsten muss man jetzt das machen, was ich jetzt mache, alles per Hand und mit sehr viel Reflection auch dementsprechend. Das heißt, ich ändere das Ganze jetzt wie folgt ab. Diese Projektreferenz werfe ich ganz bewusst noch einmal raus. Das heißt, ich referenziere das Plugin jetzt nicht mehr. Ich habe auch kein Using mehr und ich kann hier natürlich auch nicht mehr das Plugin direkt hier einfach instanzieren. Was kann ich stattdessen machen? Ich kann natürlich stattdessen hergehen und kann sagen, okay, ich kopiere mir mein Plugin A einfach mal an einen x-beliebigen Ort, den ich später wiederfinde. Ich habe das mal ganz kurz hier dann schon vorbereitet. Das heißt, ich habe hier einen Temp-Folder Plugins, wo ich das Ganze dann mal reingeladen habe. Das heißt, in dem Pfad ging jetzt hier quasi meine DLL, in meinem konkreten Fall meine Plugin A DLL habe ich dann hier drinnen liegen. Diese DLL kann ich dann zur Laufzeit natürlich jetzt laden und da würde jetzt der ein oder andere auf die Idee kommen, zu sagen, okay, ich gehe über assembly.load.file. Das ist quasi die alte API, wenn man so möchte, aus dem .NET Framework. Es ist auch so, dass ich diese API im .NET Core verfügbar habe, aber im Endeffekt ist das alles nur noch eine Redirection. Das heißt, wir machen im Grunde alte APIs wieder zur Verfügung, weil im Hintergrund wird da der Assembly Load Context eben aufgerufen. Dieser Assembly Load Context ist zuständig zu sagen, wie können Assemblies geladen werden. Und dann gibt es bereits hier standardmäßig einen Assembly Load Context und das ist der Default. Das ist natürlich der Hauptkontext von unserer Anwendung. Wenn jemand eine Anwendung schreibt mit .NET Core, dann hat er diesen Assembly Load Context, diesen Default-mäßigen schon aktiviert, muss man nichts machen damit. Und solange er nicht mit Plugins oder sowas solchen Szenarien herumfuhrwerken möchte, wird er auch nichts da drinnen ändern müssen. Das heißt, was kann ich mit so einem Assembly-Load-Kontext machen? Da ist im Grunde dann mal in der statischen Eigenschaft Default. Da sind eben genau diese Methoden drin, dass ich sagen kann, load from Assembly-Name, Assembly-Path und so weiter. Das heißt, das, was ich im Grunde hier aufgerufen habe oder aufgerufen hätte mit Load-File, ist nichts anderes als eine Umleitung mittlerweile auf den Default-Assembly-Load-Kontext und mit dem wird das eigentlich gemacht. So.
eigentlich gemacht. Das heißt, ich könnte natürlich jetzt auch hier sagen, load from assembly path und kann dann quasi meinen Pfad hier einfach reingeben, wenn man so möchte. Das heißt, wer auf die Idee kommt zu sagen, machen wir das Ganze mal, dann bekomme ich daraus unsere Assembly dann auch dementsprechend rausgegeben. Dazu. Und über diese Assembly kann ich dann wirklich zur Laufzeit zugreifen, kann mir da mal die Typen abholen und was ich jetzt da machen möchte. Das heißt, wenn man dieses Programm einmal startet und ausführt, bekommt man dann auch mit, okay, hier drin ist wirklich ein Typ MyPluginA, das ist genau der Typ, den ich vorher hatte, dann dementsprechend, und den kann ich dann auch laden. Wir sehen auch, in dem Moment, wo ich diesen Code-Test hier ausführe, ist es genau das gleiche Spiel wie vorher auch wiederum. Ich habe PluginA geladen, ich habe nicht Standard-DLL geladen. Es ist im Grunde alles so wie vorher auch schon, nur jetzt schon ein Unterschied zu vorher. Wir sind nicht mehr compile-zeitmäßig noch unterwegs, sondern als zur Laufzeit. Das heißt, ich könnte jetzt natürlich in dieses Verzeichnis X, Y und Z Plugins hinterlegen. 100 Stück, gehe dann mit einer For-Each drüber und lade die einfach der Reihe noch rein und hole mir alle Typen raus und dann geht die ganze dynamische Soße los dementsprechend. Aber ich kann das Ganze, und jetzt wird es eben spannend, viel, viel feiner noch gestalten. Ich kann nämlich jetzt hergehen und kann sagen, diese Assembly-Load-Kontext-Klasse, das ist eine Basisklasse, von der ich ableiten kann. Und das versetzt mich als Entwickler auf einmal von Anwendung in die Lage zu sagen, ich definiere ab sofort, wie Assemblies geladen werden. Das heißt, solche Sachen wie, in welchem Ordner liegen dann die Assemblies? Welche Assembly möchte ich denn auswählen dann überhaupt? Das heißt, ich kann mich auf einmal in mehr oder weniger kurz vor dem Just-in-Time-Compiler reinhängen, weil der Just-in-Time-Compiler ruft uns auf und sagt, okay, ich hätte ganz gern die Assembly Plugin A, sage ich jetzt einmal, weil die so heißt, so vom Namen her. Dann ruft er uns an und dann sagen wir, okay, welche Assembly laden wir denn darauf hin? Das heißt, ich kann viel, viel feingranularer sagen, woher kommen die Assemblies? Und wir kennen das Thema von früher. App-Domains waren recht cool, waren aber eine extreme Konfigurationshölle, möchte ich jetzt fast sagen, weil gerade dieses Auflösen von Assemblies und Abhängigkeiten von Assemblies war recht schwierig. Weil der Standardregel ist halt, neben meiner Exe, da werden halt geschaut, ob da irgendwelche Assemblies herumblieben, in irgendwelchen weiteren Probing Paths, die ich sogar konfigurieren konnte, das heißt in Subdirectories von meiner Anwendung, im GRC, wir hatten den Global Assembly Cache damals noch, mit .NET Framework waren irgendwelche Assemblies hinterlegt, das heißt verschiedenste Orte, die was automatisch durchsucht worden sind, und wir konnten damals nicht wirklich reingreifen, wenn wir sagen, wir möchten es gern anders haben. Wir konnten reingreifen, wenn wir sagen, okay, wir finden sie gar nicht. Das heißt, wenn das gesamte Resolving komplett fehlschlägt, dann waren wir quasi die letzte Rettung. Wir wurden aber ganz zum Schluss erst angerufen. Hingegen jetzt mit dem Assembly-Load-Kontext sofort dann auch dementsprechend. So, was heißt das? Was kann ich jetzt machen? Ich kann jetzt hergehen und kann sagen, okay, ich möchte meinen eigenen Plugin Assembly-Load-Kontext definieren und kann einfach von dieser Klasse ableiten. Diese Klasse ist erstmal so einfach so zu definieren, die ist grundsätzlich abstrakt, ich muss aber da nicht einmal was überschreiben. So, das heißt im Grunde, überschreiben muss ich nichts, in dem Moment, wo ich diesen Kontext da abgeleitet habe, kann ich den auch jederzeit bereits instanzieren. Das heißt, was ändert sich? Ich könnte zum Beispiel sagen, ich möchte hier meinen Kontext erzeugen, wo ich sage, den möchte ich gerne hier anlegen, instanziere den einfach und bekomme dann über den Kontext einfach dieselben Methoden dann wieder zur Verfügung gestellt. Das heißt, load from assembly path, load from assembly name, das heißt die gleichen, die auch im Default drinnen sind, ist ja die Basisklasse für alle. Das heißt aber, ich kann sagen, ich möchte ganz gern diesen Kontext jetzt nutzen und nicht den Default-Kontext. So, und was jetzt passiert, ist recht spannend, weil dadurch, dass ich jetzt nicht mehr in den Default-Kontext gehe, mache ich quasi so einen eigenen Bereich in meiner Anwendung, wo ich sage, jetzt lade ich in diese Anwendung diese Assembly auch rein und die hat erstmal, oder meine restliche Anwendung kennt diese Assembly gar nicht. Und nachdem das eine ganz einfache Klasse jetzt ist, die instanzieren kann, laden kann und dann geht die ganze Reise los, kann ich rein theoretisch auch hergehen und kann sagen, okay, Moment mal, ich mache das nicht einmal, ich mache das sogar zweimal. Das heißt, dann wird es noch lustiger, die ganze Geschichte. Weil das heißt ja im Grunde, ich habe hier zwei verschiedene Kontexte. Ich sage, bei beiden Kontexten, wir laden eine Assembly. Christian, dein Windows-Menü ist davor, man sieht nichts. Mein Windows-Menü? Nee, entschuldige, das ist Albert gewesen. Das war Albert. Dachte ich gerade, ich sehe es nicht. Vielleicht siehst du mehr. Gut, Problem gelöst. Ja. Das heißt, ich habe jetzt einfach meine zwei Kontexte hier quasi, mit denen ich das lade. Und was dann folgendermaßen passiert,
man sieht es hier dann noch einmal, ich habe auf einmal ein und dieselbe DLL zweimal in meine Anwendung eingeladen. Das ist relativ abstrus, dass das jetzt auf einmal funktioniert. Das heißt, diese Assembly liegt zweimal im Speicher sozusagen vor oder im geladenen Speicher meines Prozesses sozusagen und ich bekomme ja auch die Typen zurück natürlich. Und das noch spannendere ist, diese Typen sind nicht dieselben. Das heißt, Types 1 und Types 2 ist jetzt jeweils ein Array von Typen mit einem Typ da drinnen. Das ist nicht derselbe Typ. Das heißt, da muss man jetzt auch aufpassen, woher kommt denn der Typ auf einmal. Wer mit diesem Konzept ein bisschen mehr machen darf, hat dann richtig lustige Effekte, dass dann auf einmal was passiert, dass ich im Watch-Fenster eine Variable habe, eine Instanz habe irgendwo und ich muss ganz, ganz konkret aufpassen, aus welcher Assembly der eigentliche Typ kommt, beziehungsweise aus welchem Assembly-Kontext es dann rauskommt. Damit lassen sich natürlich sehr, sehr viele kryptische Dinge dann tun. Nur mal so als Idee, man könnte schon auch sagen, ich warte und ich lasse quasi in meiner Anwendung verschiedene Plugins mit verschiedenen Versionen gleichzeitig laufen, um eine größtmögliche Abwärtskompatibilität zu machen. Das haben wir nämlich in einem Projekt nämlich gemacht, da ist das nämlich extrem gut und extrem angenehm, dass man sowas dann nämlich auch dementsprechend gestalten kann. Dann kann ich nämlich wirklich sagen, aus einer Datenbank zum Beispiel kommt das raus, ich habe ein und dieselbe Assembly in der Version, in der Version, in der Version, kann die dreimal laden nach Bedarf und vor allem, ich kann nämlich jetzt auch noch was machen, ich kann sie wieder entladen. Und das finde ich eine ganz coole Sache nämlich auch nochmal. Das heißt nämlich, ich kann unseren Assembly-Load-Kontext beibringen, okay, ich lade irgendwas, ich lade irgendwelche Typen, ich gehe da mit Reflection drauf, kreiere welche Typen, invoke da irgendwelche Methoden, Properties, was auch immer daraus. Und wenn ich dann fertig bin mit der ganzen Sache, sage ich, jetzt laden wir es raus. Das heißt, die DLLs werden entladen, die werden auch freigegeben dementsprechend und ich habe das quasi nur temporär mal kurz reingeladen. Memory geht ein bisschen hoch, ich mache damit was und wenn ich dann fertig bin, sage ich, okay, jetzt werfen wir das Ganze weg und die Sache passt auch wieder. Was muss ich dafür machen? Eine wichtige Sache ist, es gibt hier eine Konstruktüberladung, die angibt, ob denn dieses Ding überhaupt collectible ist. Das heißt, ich muss hier explizit sagen, ach übrigens, ich möchte ganz gern, dass die Runtime ein bisschen aufpasst, diese Typen nämlich verfolgen anfängt und versucht, das Ganze auch dann dementsprechend zu entladen. Da muss man wieder ein bisschen aufpassen, das ist natürlich nur dann möglich, wenn ich nicht irgendwo irgendwelche Instanzen irgendwo herumscheren und fange. Das heißt, man muss da ein bisschen aufpassen, echt, was man mit seinem Memory dementsprechend treibt. Ich sage ja auch so ein bisschen ein abstruses Thema. Aber schauen wir es uns mal ganz kurz an. Was bedeutet, wenn ich das angebe mit True? In dem Moment, wo ich das angebe und sage, okay, dieser Wert oder sagen wir so, dieser Kontext ist entladbar, dann kann ich jetzt hergehen und kann sagen, ich möchte ganz gern zu unserem Kontext hergehen. Ich hole mir meine Assembly in den Kontext rein, ich hole mir die Typen davon raus und ich gehe im nächsten Zug her und sage Kontext1.unload. Und damit sage ich jetzt ganz explizit raus, ich möchte, dass dieser Kontext jetzt entladen wird. Das bedeutet, diese Assembly wird dann daraufhin freigegeben, sie wird aus dem Prozess quasi rausgeladen und vor allem, ich kann mit dieser DLL quasi im Windows Explorer bereits wieder machen, was ich will. Das kennt vielleicht der ein oder andere sogar. Ich habe eine geladene Assembly, die ich normalerweise während der Anwendung läuft, auch nicht löschen kann, weil sie geladen ist. In dem Moment, wo ich hier sage, okay, ich möchte es wirklich rauswerfen, kann ich sogar hergehen und kann die Assembly quasi zur Laufzeit einfach löschen, aus dem Verzeichnis rauslöschen oder eine neue hinzufügen zum Beispiel. Und ich kann da quasi während der Laufzeit alles dynamisch steuern, je nachdem, wie ich es machen möchte. Eine Sache muss ich aufpassen. Das Punkt Unload ist im Grunde erst einmal so die Anfrage. Ach übrigens, ich würde es gern unloaden. Nichtsdestotrotz muss natürlich irgendwann der Garbage Collector auch drüber laufen und muss dann sagen, okay, ich entlade wirklich auch dementsprechend die Typen daraus. Das heißt, man kann da mal hergehen und kann sagen, okay, das, was man nicht tun sollte, ich fordere richtig den GC Collect an und ich sage, die Finalizer sollen wirklich durchlaufen werden. Das heißt, die Dekonstruktoren, wenn man so möchte, sollen abgeschlossen werden. Das heißt, wenn man das mal ganz kurz mit den Breakpoints ein bisschen verfolgt, ich bleibe beim ersten Breakpoint stehen, wir haben Plugin A noch in unserer Assembly, in unserem Prozess drinnen, es wurde noch geladen, wir haben bereits gesagt, unloaden, wir möchten es rauswerfen, das heißt, ich sage jetzt, okay, Garbage Collector bitte aufräumen und spätestens dann wird unsere Assembly auch im Visual Studio richtig erkannt als unloaded und ab dem Zeitpunkt ist diese Assembly auch dementsprechend weg.
Das heißt, damit lassen sich natürlich jetzt schon recht abstruse Dinge machen, weil das heißt, wir können nicht nur dynamisch irgendwie bestimmen, wie wir diese Dinge laden, sondern wir können auch sagen, okay, zu einem gewissen Zeitpunkt X wollen wir es auch dementsprechend rausladen. Wer sich die Frage noch gestellt hat, eventuell, was kann ich mit dem Assembly Load Kontext denn hier noch machen? Es gibt natürlich da doch die ein oder andere Methode, die ich überschreiben kann, unter anderem zum Beispiel die Methode Load. Das wird sicherlich die wahrscheinlich interessanteste Methode der ganzen Geschichte sein. Das heißt nämlich, was soll denn dieser Kontext machen, wenn er eine Assembly nicht gefunden hat? Das heißt, das, was früher gewesen ist, von wegen AppDomain.resolving Event, das heißt, das Event, wo ich halt noch die letzte Retter war sozusagen, kann ich mich jetzt da reinschalten und kann sagen, okay, wenn ich so eine Assembly-Name bekomme, was, wie oder wie kann ich die Assembly eigentlich laden? Das heißt, er gibt mir den Namen mit und ich muss dann entscheiden, mit welcher Methode ich das dann lade, von einem Pfad zum Beispiel oder eben von irgendeinem Native Image Path oder von irgendeinem Stream bis hin zu einer Unmanaged DLL, die ich dann anladen anfange, habe ich jetzt hier quasi Tor offen und mich für jeden möglichen Szenario quasi da reinfuchsen kann. So, weil wir noch ganz kurz Zeit haben, wollte ich noch eine Sache zeigen, wenn man jetzt dieses Konzept ein bisschen fertig denkt, sage ich jetzt einmal. Dann adaptieren wir das Ganze noch mal ein klein wenig und ich sage jetzt, ich möchte aus meiner Assembly, die ich geladen habe, nicht nur einen Typ haben, nicht alle Typen haben, sondern nur einen Typ haben und zwar unser eigentliches Plugin A.myPlugin. Das heißt, damit kriege ich den Plugin-Type wirklich raus und ich kann natürlich da jetzt auch hergehen und kann sagen, ich möchte mit dem Activator eine Instanz von diesem Typ erzeugen anfangen. Was passiert, ist einfach nichts anderes, als ich bekomme hier quasi meine Instanz. Das ist mein Plugin hier doch dementsprechend und die Sache funktioniert dann auch so, wie wir es gewohnt sind. Jetzt gehe ich aber her und wir sagen sogar, dass unser Plugin hier drinnen im Konstruktor ein bisschen was machen darf. Und zwar, ich lege eine statische Eigenschaft an. Counter, ganz klassische Sache. Und das Einzige, was ich mache, ist, ich gebe auf der Konsole aus den aktuellen Counterstand und erhöhe den. Das ist eine statische Eigenschaft. Das heißt, wir sind uns wahrscheinlich sehr einig, dass mit jedem Durchlaufen von diesem Konstruktor natürlich das Ganze auch dementsprechend hochgezählt wird. Das heißt, je öfter ich dieses Ding instanziere, umso öfter werde ich dann auch einen veränderten Counter feststellen. Ich gehe mal her, damit ich das nicht vergesse. Ich kompiliere das noch einmal eben durch. Tausche mir ganz kurz dann auch dementsprechend hier meine Plugin in meinem Verzeichnis quasi aus. Könnte natürlich auch automatisieren. Würde dann irgendwann Sinn machen. Habe ich gemacht. Und dann kann ich im Grunde jetzt hierher gehen und kann sagen, okay, Instance 1, Instance 2 und Instance 3. Also ich instanziere dieses Plugin jetzt einfach dreimal und in der Konsole sehen wir dann auch in der folgenden Ausgabe 012. Genauso, wie wir es dann eigentlich auch gewohnt waren, was man jetzt auch erwarten würde, dass wir einfach sagen können, okay, wir können da verschiedene Instanzen erzeugen und geben eine statische Eigenschaft an. Was ich aber dann abstrus finde, ist folgendes, wenn man im Grunde das Ganze hier mit einem zweiten Kontext macht, das heißt, ich mache im Grunde das gleiche noch einmal, aber jetzt eben mit dem Kontext 2, mit der Assembly 2, Plugin Typ 2 und dann bekomme ich quasi meine Instanz 4, wenn man so möchte, beziehungsweise 5, beziehungsweise 6. Das heißt, die sind einfach aus einem anderen Kontext jetzt erzeugt. Dann passiert da nämlich folgende Ausgabe, dass wir sehen werden, 012, das ist quasi unsere erste Instanz gewesen und mit der zweiten kriegen wir wieder 012. Das heißt, es geht sogar noch viel weiter. Es sind nicht nur isolierte Assemblies, sondern es ist nicht mehr alles so ganz so statisch, wie wir es eigentlich normalerweise gewohnt sind. Das heißt, diese statischen Eigenschaften sind kontextbezogen sogar. Das heißt, was früher immer hieß, von wegen, wenn etwas statisch ist, ist es einmalig und ist es einmal da, ist auch im Assembly Load Kontextfall nicht ganz so der Fall, weil eben mit verschiedenen Kontexten, verschiedenen Versionen kann es eben genauso den Fall kommen, dass ich sage, gewisse statische Eigenschaften sind nicht mehr ganz so atomar und einmalig, wie wir es vielleicht für gewöhnlich gewohnt sind. Ja, soviel mal zum Assembly Load Kontext. Eine ziemliche Punktlandung zeitlich. Ich glaube, da werde ich kein Riesenloch reißen in den Zeitplan dementsprechend. Ich wollte nur ganz kurz auch dementsprechend noch hinweisen, wer sagt, okay, mich interessiert das Thema ein bisschen mehr, der kann sich das Ganze natürlich auch auf der MSDN-Seite noch einmal zu Gemüte führen. Da gibt es auch noch einmal detailliertere Fragen dazu und
detailliertere Szenarien, sage ich jetzt einmal, gerade wenn man so sagt, was ist mit den Cross-Abhängigkeiten, wie kann ich dann die dann dementsprechend auflösen? Einfach da mal ganz kurz durchlesen. Wie gesagt, ein bisschen ein neueres Thema auch dementsprechend, aber für mich eines der sicherlich spannendsten Themen, die was da reingekommen sind, weil wer das braucht, und ich meine Wenigkeit gehört da leider Gottes dazu, kann natürlich damit richtig, richtig coole Dinge machen. Ansonsten bedanke ich mich natürlich für das nette, klote Zuschauen hier, für die kleine Session auch dementsprechend, und ich glaube, wir gehen einmal in die kleine Q&A, oder? Ganz genau. Albert schaltet die zum Augenblick. Du bist schon online. Ach, ich bin schon online. Ja. Ja, danke Christian erstmal. Total geil. Ich finde auch, das ist eines der spannendsten Geschichten, die in .NET Core reingekommen sind. Ich gehe erstmal die Fragen durch und dann, vielleicht habe ich dann selbst noch eine Frage. Fangen wir mit der ersten Frage an. Wird das neue Assembly Load Kontext von Microsoft Produkten irgendwo schon eingesetzt? Der Wasmlink Compiler wird eingesetzt, ja. Also dort drinnen ist es wirklich. Das heißt, wenn ich heute mit .NET Watch zum Beispiel arbeite, da haben wir den Assembly-Load-Kontext drinnen. Okay, cool. Dann war hier eine Frage zum Zugriff über die Reflection. Ob das immer noch so langsam ist wie früher? Ich habe mir noch nie einen Performance-Vergleich gemacht. Wir wissen alle, dass Reflection nicht das Schnellste ist. Ich habe jetzt aber nicht einen Performance-Vergleich gemacht, ob jetzt .NET Framework, .NET Core schneller ist. Ich würde annehmen, .NET Core ist schneller. Kann ich also nicht genau beantworten. Hängt immer wieder vom Fall ab, was man auch wieder hat, glaube ich. Okay. Dann sind hier noch ein paar Fragen, die ich auch noch gehabt hätte. Die stelle ich jetzt noch mal hinten dran. Erstmal noch eine andere. Lassen sich so geladene Assemblies debuggen? Was ist mit den PDB-Files? Was ist mit den PDB-Files? Solange die PDB-Files daneben liegen, werden sie auch geladen. Du kannst sie auch debuggen sogar. Wichtig ist nur, dass in die PDB-Files halt der richtige Pfad reinkompiliert wurde, beziehungsweise den SourceLink-Server halt dahinter sitzt irgendwo, dass ich zu den Quellen wieder hinkomme. Das ist wahrscheinlich vom Setup dann relativ eine spannende Sache, dass das quasi, dass ich jetzt die richtige Quellcode-Datei zu der Assembly-Version dann auch dementsprechend finde. Aber an und für sich technisch machbar. Okay. Dann war noch die Frage, wie verhält es sich mit MEF im Core? MEF? Ja. Das ist ja schon unter .NET Framework schon ja, so etwas notdürftig hineingekommen, sage ich jetzt einmal. Es gibt MEF, das muss man korrekt sein, es gibt MEF, im .NET Core muss das per NuGet nachgeliefert werden. Jetzt grübel ich gerade in Erinnerungen, das ist nämlich tatsächlich so, dass in einem Projekt habe ich noch MEF drinnen. System Component Model Composition muss man quasi per NuGet reinstallieren, dann bekommt man auf den alten MEF-Container nach wie vor Zugriff und kann dort auch gewohnt damit arbeiten. Ist eigentlich recht straightforward, sage ich jetzt einmal. Okay, dann fasse ich hier mal 3, 4 Fragen zusammen, die beziehen sich alle auf das Gleiche. Und auch auf meine Frage tatsächlich. Also ich erinnere mich noch an die alten Zeiten, wo wir unheimlich viel mit Plugins machen wollten in Windows Forms Anwendungen und WPF Anwendungen. Du weißt, wie das war. Und damals ist Assemblies in der App Domain laden war ja noch relativ simpel. Es gab genug Code dazu. Entladen war halt scheiße. Und du hast eben auch zum Unload einiges gezeigt. Und da war halt auch die Frage, okay, woher weiß ich denn, wann der Garbage Collector durch ist, beziehungsweise wenn der Garbage Collector das Unload nicht durchführen kann, wie finde ich denn raus, was das Problem war? Wie kann ich programmatisch feststellen, wo das Problem war? De facto, wenn ich jetzt, also sagen wir so, feststellen kann ich es mit einem Event, das habe ich jetzt vorher nicht gezeigt, es gibt noch ein Event, wo ich mich draufhängen kann, unloaded. Und damit weiß ich dann, okay, es ist wirklich entladen worden, dementsprechend. Also da kriege ich doch noch eine Info mit. Wenn ich dann draufkommen sollte, es wird nicht entladen, dann werde ich mit den Bootmitteln nicht weiterkommen. Dann offizielles Doku sagt sogar, immer den Fall habe ich jetzt Gott sei Dank noch nicht gehabt, gibt ein Beispiel dazu, dann muss man mit WinDebug drauf von WinDBG und mit SOS-DLL dementsprechend dann viel Spaß damit dann. Dazu machen wir auch noch eine Session. Ne? Da könnten wir auch mal eine Session machen, richtig. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und dann hat man noch eine Frage, die noch nachgereicht wurde. Was ist, kriege ich Runtime Exceptions, wenn ich auf Typen zugreife, die in der Assembly waren, die ich entladen habe?
Kriege ich Runtime Exceptions? Naja, sagen wir so, wenn ich einen Typ entladen habe, dann ist er auch nicht mehr im Prozess drinnen. Also dann habe ich nicht irgendwo, dann kann ich keine Variable mehr haben, wo der Typ drinnen steckt, weil sonst könnte ich es eben nicht entladen. Das kriege ich ja nur dann zusammen, wenn ich jetzt irgendwo eine andere Klasse habe, aus meiner Default-Domain sozusagen, und dann mache ich eine Property rein Object und da knalle ich die Instanz dann rein. Das wäre genau so ein Fall, wo ich es dann nicht mehr entladen kann, nämlich. Das heißt, im Grunde, in diesem Fall werden wir gar nicht reinlaufen, weil es quasi einen Schritt vorher quasi das Problem gegeben hat mit Anloaden, weil es wird nicht angeloadet dann auch dementsprechend. Ja, ich denke, das geht auch ein bisschen in die Richtung, was ist, wenn ich eine Klasse instanziere, die in meiner in der geladenen oder entladenen, in dem Fall Assembly war. Prinzipiell ja. Ja. Sehr cool, sehr schön. Vielen lieben Dank. Auch danke für die Fragen. Es war mal wieder spannend mit dir, Christian. Das wird im Chat immer wieder gesagt. Super Vortrag, danke schön. Cool, cool. Spaß gemacht. So, Albert, wie sieht's bei dir aus?